Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema, was man wissen sollte, bevor man einen verschlüsselten Container erstellt. DMCrypt für Linux. DMCrypt ist seit Version 2.6.4 fester Bestandteil des Linux-Kernels und somit in allen aktuellen Distributionen enthalten. Es nutzt den Device Mapper. Folgende Software wird außerdem benötigt: das Tool Crypt Setup kann zum Erstellen, Öffnen und Schließen der verschlüsselten Container eingesetzt werden. Aktuelle Distributionen enthalten es: Debian im Paket Crypt Setup. Einige Distributionen installieren das Tool unter dem Namen Crypt Setup-Lux. Die im Folgenden beschriebenen Befehle sind dann entsprechend anzupassen. Besser wäre es, einen Link zu erstellen. Dann funktionieren auch die Skripte mount.crypt und umount.crypt aus der Sammlung pmount. Und zwar kann man den Link erstellen mit ln-s-usr-mount.crypt. Crypt Setup. Das Paket pmount enthält ein Wrapper für das Mount-Kommando, welcher automatisch verschlüsselte Laufwerke erkennt und vor dem Einbinden das Passwort abfragt. Aktuelle Debian-Distributionen verwenden es standardmäßig. Die Sammlung pem-mount enthält weitere Skripte, die das Öffnen und Schließen verschlüsselter Container vereinfachen. Die Skripte ermöglichen beispielsweise das Öffnen eines Containers automatisch beim Login. Das Kernel-Modul dm-crypt muss vor der Verwendung der genannten Skripte geladen werden. In Abhängigkeit von der bevorzugten Distribution und der Installationsvariante wird das Modul bereits beim Booten geladen oder ist statisch in initrd.image eingebunden. Einfach probieren. Sollte beim Erstellen oder Öffnen eines verschlüsselten Containers die folgende Fehlermeldung auftreten: Command failed to setup dm-crypt key mapping, ist das Kernel-Modul dm-crypt zu laden, und zwar mit dem Befehl mode probe Leerzeichen dm-crypt. Außerdem sollte das Modul in die Liste der beim Systemstart zu ladenden Module eingefügt werden. In der Datei /etc/modules ist die Zeile dm-crypt anzuhängen. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!